Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tube Tycoon, der in der letzten Folge millionenschwer gewordene YouTuber Dynafilm meldet sich zurück. Heute habe ich leider nicht viel Zeit, aber wir starten hier gleich los, auch wenn es keine Auswirkungen hat hier. 120 Tage haben wir jetzt schon, wow, nice. Auf jeden Fall, oh mein Gott, heute wird echt ein anstrengender Tag noch für mich. Oh, ich muss noch so viel machen, oh mein Gott, aber das habt ihr vielleicht eh schon in den letzten Videos mitbekommen. Wow, egal, juckt eh keinen. So, was machen wir in dieser Folge? Ich weiß es nicht, wir schauen erstmal. Yes, wir haben 2 Punkte, perfekt, das können wir Greenscreen machen, nice. Create Own Tags hatten wir, glaube ich, vor, das nächste Mal zu machen und dann ein Channel-Intro. Hier Gifts from Fans geht noch gar nicht. Cooking-Videos, ja, brauchen wir nicht. Aber später, vielleicht, man weiß es nicht. Gut, wir starten einfach wieder rein ins Spiel mit Tube Tycoon Island 2. Dann Sapa 97, da gehen wir auf die 100 zu. Und Angry Penguins 22. Yes, nicer Tag auf jeden Fall. Bei mir in YouTube läuft es im Moment ja auch ziemlich gut, ihr habt es eh alle mitbekommen und seht wahrscheinlich auch gerade, die 200 Abonnenten sind geknackt, was mich natürlich übertrieben freut. Und hier im Spiel sehen wir natürlich auch schon wieder, was ich am Anfang des Jahres gesagt habe, dass es einfach irgendwann mal das Geld kein Problem mehr ist. Hier, wir sind wieder über der Million. Hier Aufrufe, Alter, man bekommt einfach 22.000 fast für ein Video, das ist einfach übertrieben. Und hier sieht man auch, die Empfehlungen werden auch immer mehr, auch wenn wir noch nie was dafür getan haben. Also ich meine von Amount her, von der Menge her, ja, muss man also nicht unbedingt auf die Tränke setzen. So, wir lesen uns einfach mal ein paar Kommentare durch von Let's Play Sapa 97, weil das ist ja bald vorbei, das die Serie. That's awesome, keep up the good work. Irgendwie, die Kommentare sind immer die gleichen, aber... Gut, ich soll es ja manchmal machen, habt ihr geschrieben, deshalb mache ich es auch einfach. Inspiring, ja, inspirierend, 16.000 Daumen, finde ich auch. Love the quality of the video, ja, ich hoffe, die Qualität des Videos wird auch wieder gut. Mein Problem, was ich noch so ein bisschen habe, ist das S. Manchmal hört man es richtig ekelhaft und ich bin mit meiner Mikrofonqualität auch noch nicht so ganz perfekt hundertprozentig zufrieden. Sie ist zwar ziemlich gut für das Mikro, was ich hier habe, aber naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Was haltet ihr davon? Vielleicht die am Headset hören, am Handy hört man da glaube ich gar nichts von einem Unterschied, aber vor allem wenn man am Headset hört und auf einem guten, dann hört man da schon noch einen Unterschied. Vor allem auch manchmal ist es ein bisschen rauschender und sowas stört mich eigentlich schon ein bisschen. Also ich bin, was das betrifft, ein Perfektionist. Ich will echt die besten Videos machen, die es so gibt. Bis auf halt dann das übelste Schneiden, aber so von der Qualität her. Und da nehme ich natürlich alle Vorschläge von euch an. So, love the quality of the video. Hatten wir gerade more Films? Nein, wir machen keine Filme. Wir machen Videos. Habe ich dir doch das letzte Mal schon gesagt. Borsuk, meine Güte. Pass doch mal auf, wenn ich was sag. So, I absolutely love your videos. Please make more. Natürlich mache ich mehr. Apropos viele Videos. Alles klar, was ist bei mir denn los? Ich habe so mal geschaut. Ich habe jetzt schon fast wieder 50 Videos in 2 Wochen. Das sind 25 Videos pro Woche. Leute, das sind fast ein bisschen viel gewesen, oder nicht? Ja, ich werde das wohl wieder ein bisschen reduzieren, aber mich fragen dauernd Leute an, ob ich mit ihnen was machen kann. Und mit dem Felix mache ich ein paar Projekte und der will natürlich auch, dass ich das hochlade. Dann will ich selber 2 Singleplayer-Projekte machen und ein Multiplayer-Projekt. Also die 2 Singleplayer-Projekte sind natürlich Tube Tycoon und, Minecraft Build Battle, da habe ich echt Bock drauf und dann natürlich eben auch hin und wieder so ein Spaßvideo mit dem Felix zusammen, muss auch sein und eben Minera, ja, das sind 4 Formate mindestens, hin und wieder kommt auch mal so ein anderes Video einfach, wow, ist eigentlich ziemlich viel, wenn man mal so drüber nachdenkt, aber ich laber hier schon wieder so viel, wir haben schon wieder ein Drittel des Videos geschafft und sind nicht mal einen Tag weitergekommen, aber egal. So, finde ich auch wichtig. So, wir nehmen einfach mal einen Daily Vlog auf und dann nennen wir 200 Sub Special
Nee, Special bei Dünafee. Der Diafee, wie der Zottel sagen würde, werde ich dann auch noch ein Hashtag Diafee machen und über eine sizilianische Kamera. Wieso nicht? Ich meine, die sind da unten sicher nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Ich war zwar schon in Sizilien, aber ich habe da keine Kameras gekauft, muss ich zugeben. Und ja, die kommen immer gut an zu Vlogs. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einen Vlog-Kanal. Nee, Spaß. War ein Witz. Wir sind Let's Player, habe ich gesagt. Wir bleiben bei Let's Plays. Auch wenn das Vierfache einbringen würde. Egal. Wir machen eh jeden Tag einen Daily-Vlog. Und da kann man ja eh jeden Tag nur einen machen. I absolutely love your videos. Please make more. Yo, danke. Dynafee, you are the best, Herz. Ja, mein eigener Kommentar. Yes, Digga, das ist meiner. Haha, danke schön. Nice videos, I'll subscribe your channel. I absolutely love your videos. Ja, schon wieder da oben. Das nervt manchmal ein bisschen. The new intro is epic. Endlich, ich habe auf diesen Kommentar gewartet, weil ich habe ein neues Intro. Und apropos Intro, es haben mir schon mittlerweile ein paar geschrieben, ob sie mir ein Intro machen könnten oder so. Und ja. Ich werde da auch noch, vielleicht ist er schon gekommen oder vielleicht kommt er heute, so ein Intro-Contest machen, wo ihr alle ein Intro erstellen könnt, wenn ihr wollt, und ihr schickt es mir ein und nach irgendeiner Frist, wenn die abgelaufen ist, zeige ich die einfach alle her, packe die in ein Video und mache dann eine Abstimmung, welches ihr am besten findet. Das werde ich dann nehmen. Allerdings habe ich mir auch so gedacht, dass ich vielleicht für verschiedene Projekte verschiedene Intros verwende. Dann eher so ein Chill-Intro wäre für zum Beispiel hier Tube Tycoon oder, weiß nicht, Minecraft vielleicht ganz praktisch, und irgendwie so ein Sync-Intro wäre dann einfach für, weiß ich nicht, GTA und Call of Duty oder sowas gut. Ja, könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Gut, dann ist der Tag eh schon wieder vorbei. Können wir Brotherhood chillen gehen? Nein, können wir nicht. Die wollen uns immer noch nicht. Dann gehen wir schlafen. End of day 120. Jetzt haben wir die Hälfte des Videos verbracht an dem einen Tag. Egal. Macht doch nichts. So, wir bleiben diesmal auch im Plus bei der Million. Ja, jetzt sehen wir zwar nie hier, ob das 5 oder 600 sind, aber es sind 500, weil sonst müsste da der Strich durchgehen. Ja, genau. So, ja, wir nähern uns wirklich der 100-Grenze von Sapa. Da freue ich mich schon drauf. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich meine, es kommt immer noch super an, aber ja, man weiß ja nie. Ich schaue nochmal schnell Brotherhood. Nee, die mögen uns einfach nicht. Die mögen uns nicht. So, und apropos auch, wieso apropos? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr mir geschrieben, ich soll das doch auch mal spielen am Handy. Ich habe es noch nicht runtergeladen, weil ich habe mein Handy so zugemüllt, dass ich fast keinen Platz mehr habe für das Spiel. Aber ich werde das auf jeden Fall irgendwann mal versuchen, am Ende dieser Serie. Wir haben ja noch ein paar Abonnenten bis zu unserer Grenze, wobei man sagen muss, dass das ziemlich schnell gehen kann. Ja, es kann einfach wirklich ziemlich schnell gehen. Das werdet ihr dann auch sehen. Man sieht jetzt nicht genau, wie viel man hat. Das ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Ist so. Kann man nichts machen. So, wir werden einfach wieder einen Daily Vlog aufnehmen. Interest ist schon ziemlich low, aber egal. Und den nennen wir jetzt einfach Diafee. Mit 2e. Hashtag Zottel Underline. Und Hashtag Dynafee. Und Hashtag Diafee. Mal schauen, wie das ankommt. Diafee, Hashtag Zottel, Underline, Hashtag Dynafee, Hashtag Diafee, Zottel. Jetzt bist du sogar in diesem Spiel verewigt. Du musst mir etwas schulden. Was laber ich? Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie echt noch nicht so ganz fassen, dass mir so viele Leute draußen zuschauen. Ich meine, ich würde mir selber, ja, vielleicht würde ich mir sogar echt selber zuschauen. Aber, ich weiß nicht, es ist irgendwie echt ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass einem echt so viele Leute zusehen. Ich weiß es nicht. So, über einen Salat machen wir diesmal. Und ich habe Bauchweh. Verdammte Schmerzen. Ja, ich sage nicht wieder das S-Wort, das ihr schon gedacht hättet, dass ich sagen würde. Nein, das mache ich dieses Mal nicht. Oh mein Gott. Fast alle Videos haben hier über 1 Million, bis auf Sapa. Sapa, ja, Leute, was soll das heißen? Ah, hier lese ich mir die Kommentare aber nochmal durch.
Love the new intro, hatten wir gerade. Wow, great channel, danke, danke schön, über 1 Million schon. Sehr nice. I love your video, danke schön, epic. Ja, einfach nur episch, dieser Zottel. Übrigens, falls ihr auf YouTube einen findet, der Zottel heißt, abonniert ihn auf keinen Fall, er ist ein richtiger Drecksack. Spaß, ihr könnt ihn natürlich gerne abonnieren. Okay, nice Videos. Ja, gut, hatten wir auch schon ein paar Mal. Brotherhood schaue ich jetzt mal nicht, weil das bringt sich sowieso nichts. Die mögen uns ja nicht. Wir brauchen vor allem noch diese und Tags. Meine Güte, ich will nicht. So, End of Day 121. Nice, da sehen wir leider aber nirgends hier die Abonnenten, die wir dazu bekommen haben. Macht aber nichts. So, letzter oder vorletzter Tag für Sapa. Folge 99, die werden wir zum Schluss aufnehmen. Erst hier erstmal noch ein bisschen Zeit. Erst nehmen wir die Folge 99 auf. Wow, einen kräftigen Applaus für Let's Play Sapa erst bei Folge 100, noch nicht jetzt. Und ich werde nicht wieder klatschen, weil das nimmt einfach so viel Zeit weg. Boah, nee, kommt auf jeden Fall doch noch ganz gut an und wir haben hier Bad Luck. Nein. Okay, egal. So, Tube Tycoon Land. Habe ich da immer Island gesagt? Ich glaube, ich habe immer Island gesagt. Obwohl da nur Land steht. Oh mein Gott. Egal. Oh shit. So, jetzt bei Sapa hier. Ja, genau. Irgendwie, das ist immer so verpackt. I've just wrapped the replay button. Lol, I love you. Danke. Nice Videos. Ein Subscribe. Und hier, das ist wieder mal sowas von typisch, einfach traurig. Und sogar der eine Typ hier, der Jack PL, hat einfach hier 2 Kommentare und die sind unter den Top 5. Alles klar, ist eh nicht abgehoben der Typ, oder? Nein, ist er nicht. War Basic Vlog über YouTube. Über sizilianisches YouTube. Ja, vorher hatten wir eine sizilianische Kamera. Jetzt eine YouTube. Weiß nicht. Ja, keine Ahnung. So, Karriere. Warum schaue ich da rein? Ah, ich muss aber einen Daily Vlog aufnehmen. Ich muss. Gar nichts muss ich, aber egal. So, Record. Wir nehmen einfach. Die Interest ist schon ziemlich low. Nee, ich nehme das jetzt mal nicht auf. Ich nehme heute Let's Play Sapa Folge 100 auf. Das Ende sind ziemlich viele Folgen hier. Wir sind ja jetzt, glaube ich, auch schon bei Folge 19, was eigentlich auch schon ziemlich nice ist. Und Records, die alles entscheidende Folge, habe ich jetzt eh hier. Ey, warte mal. Habe ich das jetzt beendet? Oh ja, ich hatte jetzt schon gerade Angst, dass ich das nicht beendet hätte bei Folge 100. Hui, das wäre dumm gewesen. Weil ich habe so lange darauf gewartet und ja, es kommt nicht gut an. Aber ihr verpasst alle was, denn es ist die letzte Folge. Oh mein Gott. Schauen wir mal, was die geschrieben haben. Ja, you rock, inspiring, lol, I love you video, danke. Immer das gleiche, gut. Dann schauen wir nochmal ganz kurz Brotherhood, die mögen uns immer noch nicht gut zu wissen. Wir gehen schlafen. Wow. Dann will ich auch schon sagen, haben wir eigentlich nur 1 Minute, aber die Folge, nachdem ich eh heute nicht viel Zeit habe, werde ich jetzt schon beenden. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Vielleicht auch über einen Kommentar von euch. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder oder bei einem anderen Video, egal wann. Und dann sage ich ciao, Leute.